Ja, eine super Fußballwelt, der Freitagabend, Regen, was will man als Fußballer mehr eigentlich? Wir wussten, dass Lotte stark ist und wir wollten wollten kompakt stehen, das haben wir gut gemacht und ja, wir wussten, dass wir schnelle Spieler haben, zwei Konter gesetzt und die haben wir gut ausgenutzt in der ersten Halbzeit. Ja, wir wussten, dass Lotte natürlich stark aus der Halbzeit rauskommt und wir wollten die ersten 10, 15 Minuten überstehen. Das haben wir natürlich gemacht, da müssten wir mehr auf Ballbesitz gehen, wir haben schnell die Bälle verloren, aber ich denke mal, im Endeffekt sollen wir uns jetzt drüber freuen, dass wir gewonnen haben, aber nächste Woche gegen Gladbach nochmal die 3 Punkte holen. Ja, gerade beim Rowohl, du hast es in der Pressekonferenz ja angekündigt, die Abwehr, die viel gelobte Abwehr der Lotter, die ist zu knacken. Da hattest du recht behalten, erste Minute das Tor, Druck aufgebaut, war nach deinem Gusto, würde ich sagen, oder? Ja, das war der Plan, dass wir, sage ich mal, tiefe Bälle spielen mit hohem Tempo, dass es sofort nach 1-2 Minuten aufgeht, ist natürlich überragend. Aber wir haben ja auch gesagt, dass das, sage ich mal, Wege sind, um, sage ich mal, Lotte in Probleme zu bekommen. Und das ist ja auch so letztendlich dann auch gekommen. Ich habe eine Szene beobachtet, da hast du den Marcel Platzek zu dir geholt, wieder weggeschickt, so einen kleinen Tritt in den Hintern. War das eine freundschaftliche Geste oder steckte da mehr hinter? Ja klar, Platzek hat heute wieder mal ein überragendes Spiel gemacht. Und es macht einfach Spaß, so wie er sich engagiert, wie agil er ist. Und von daher denke ich, hat das jeder gesehen, dass das nichts Bösartiges war, sondern dass das, sag ich mal, eine positive Geschichte war. Zweite Halbzeit habt ihr ein bisschen die Lotter kommen lassen. Das war auch so von euch vorgesehen. Zum Schluss wurde es ja wieder eng. Das hatte man ja schon fast die Befürchtung, das könnte nach hinten losgehen. Nein, es war nicht so oft geplant, aber es war uns klar, dass sie jetzt unheimlich viel Druck machen werden. Sie haben es auf das Tor gedrängt, sie wollten den Anschluss relativ früh. Wir haben aber auch gesagt, wenn wir die nächsten 20 Minuten überstehen, dann sind wir, sag ich mal, gut unterwegs. Und es ist ja auch genau so passiert, dass wir eigentlich unterm Strich nicht sehr viele Torschancen haben zugelassen. Sie hatten ein bisschen mehr Ballbesitz als wir, aber wir haben sehr gut verteidigt, wir haben gut organisiert verteidigt. Wir hatten einen guten Block dagegen und unterm Strich, denke ich, wenn wir unsere Konter besser fahren in der zweiten Halbzeit, kannst du auch da noch das dritte, vierte Tor machen. Unterm Strich gute Leistung, unterm Strich hochverdienter Sieg. Vielleicht so einen kleinen Blick in dein Innenleben. Wie groß ist jetzt bei dir die Erleichterung? Ich meine, ihr habt eine Woche aussetzen müssen, der Druck hat sich aufgebaut. Ja, wie viel ist jetzt heute vom Waldemar Wrobel abgefallen? Also mein Innenleben, A, geht kein was an. B, ist es ein schöner Sieg. Und C, die Drucksituation, die ist in Essen in so einer Situation klar. Die gehört dazu, ob sie einem gefällt oder nicht, aber ich denke, damit müssen wir umgehen, auch das gehört zum Fußball. Und wenn man in so einer tollen Kulisse, in so einem tollen Verein keinen Erfolg hat, die Resultate nicht stimmen, die Erwartungen nicht erfüllt, dann gibt es auch mal ein bisschen Feuer, das gehört dazu.